Hallo und herzlich willkommen zurück zum dritten Part von Let's Play Mirror's Edge. Und in diesem Kapitel sind wir auf der Suche nach Jackknife, einem ehemaligen Runner, der uns vielleicht sagen kann, was zum Teufel in dieser Stadt eigentlich los ist. Und deswegen los geht's, wir klettern wieder. Ach, verdammt. Verdammt, man sucht nach uns, wie man hört, gerade in den Nachrichten. Das ist natürlich schlecht, wenn man nach uns in den Nachrichten sucht, ne? So. Ach, ich habe schon wieder das Abrollen vergessen, Mann. Und da kommen die Bullen. Sag bitte. Städtische Gesetze? Beginne ein Verstoß gegen städtische Gesetze. Oh, wie freundlich. Mein Gott, so, und jetzt müssen wir von dem Heli fliehen. Das ist, glaube ich, relativ einfach bis mittelschwer, ich weiß es nicht mehr. Wenn wir in Bewegung bleiben, können die uns ja im Prinzip alle nichts. Ah, und wie man sieht, es gibt ja auch Sniper, die mich gerade ankotzen, weil die Steuerung schon wieder nicht richtig funktioniert. Wie gesagt, diese Gamepad-Steuerung ist mittelmäßig bis richtig schwer für den Arsch. Aber ich glaube, ich bin tot. Dankeschön, liebe Gamepad-Steuerung. Ach ja, ich verstehe nicht, wie man First-Person-Shooter an der Konsole zocken kann. Außer Halo funktioniert hier einfach nichts. Bäh, städtische Gesetze. Bla, bla, bla. Ja, dann macht's doch. Aber hört auf mich zu nerven, zum Teufel. Und hoch hier. Und deiner Seite lang. Und boah, verdammt. Alter, was geht mit denen? Was ist mit denen nur kaputt? So, mal kurz warten. Das übliche, ne? Wenn man angeschossen ist, einfach in die Ecke stellen. Dann läuft das schon wieder. Du musst aus den Kanälen raus, Chase. In der Nähe gibt es einen Wartungszugang. Ich suche dir einen neuen Weg. Alles klar. Boah, das war, glaube ich, eng. Aber hey, ist egal. So, da hoch und hier rein. Oh, da ist eine Ratte. Es gab ja mal Leute, die behauptet haben, wenn man den Ratten folgt, dann gibt es irgendwelche Secrets, die man finden kann. Ich weiß nicht, ob das der Wahrheit ist. Ich glaube nicht. Und die Ratten sind einfach nur just for fun. So, weil sie es können, haben sie die eingebaut. Weil das die Engine hergibt. Ratten. Und ich weiß immer noch nicht, welche Engine das ist. Das muss ich euch mal in der nächsten Aufnahmesession sagen. Ich bin jetzt immer noch in der ersten. Und von daher war das nicht so wichtig jetzt, das nachzuschauen, während der Pause. Eine andere Sache wichtiger. Trinken zum Beispiel. Ah, Alkohol. Immer eine Lösung. So ein Quatsch. Alkohol ist nie eine Lösung, Leute. Aber es ist eine Option. Du musst die Kanalisation erreichen. Alles klar. Ich habe da einen roten Kran gesehen und hier sind rote Container. Also gehe ich einfach mal auf... Du musst in diesem Spiel auf alles gehen, was rot ist. Man kann diese Runner Vision übrigens auch abschalten. Aber wer macht das schon? Wow. Ach, den Part, den habe ich ja auch geliebt. Ja, den habe ich geliebt. Ah, hätte man abrollen können. Egal. Ich vergesse sowieso immer dieses Abrollen. Weil ich habe das auch schon gespielt und da hat es mir teilweise fett den Rückenfall gebrochen. Abzurollen. Okay. Da habe ich jetzt die Wand nicht erwischt. Das ist natürlich scheiße. Wie gesagt, das Abrollen-Feature ist ein schönes Feature. Manchmal aber auch urischter Bock mischt. Warum war das? Was war darum jetzt? Hä? Das muss doch hier lang. Alter! Was geht denn hier? Ihr wollt mich gerade verarschen, ne? So, jetzt aber nochmal. Los, Mann! Ach, Alter. Was geht denn jetzt, Alter? Oh, der Bass, ey. Sind das die Battlefield-Entwickler hier? Hä? Wo muss ich jetzt? Was ist jetzt hier kaputt? Da stirbt man einmal und hat keinen Plan mehr, wo man ist. Also das ist jetzt, glaube ich, die derbste Fail-Strecke ever. Jetzt geh da rüber, du dämliches... Ja, genau. Du dämliches Mädchen von Vibe. Ach. Alles klar. So. Und rüber. Und rüber. Und hier nochmal ordentlich an der Wand lang.
Abrollen. Der Vogel zieht ab, sieht aus, als sei die Luft rein. Jetzt schwing ich in die Kanäle. Bin am dransten. Mercury, Merc, Merc. So. Alles klar, jetzt geht's weiter. Und ich glaube, jetzt habe ich. Jetzt bin ich, glaube ich, falsch abgebogen. Mann! So, aber es gibt hier ja zum Glück relativ fair gesetzte Kontrollpunkte. Und zum Glück ja auch relativ kurze Ladezeiten. Ich habe das Spiel jetzt natürlich auch auf der Konsole installiert, wie ich es bei den meisten Let's Play-Titeln mache. So, wo jetzt lang? Da unten. Wie komme ich da nach unten? Ja, gute Frage. Nächste bitte, wartet mal kurz. Jetzt muss ich mal ganz schnell in die Optionen. Ich habe gedacht, die Helligkeit würde reichen, aber ich muss es doch noch mal ein Stück nach oben setzen. So, ich glaube, jetzt ist es besser. Ist das hier eine Stange zum Klettern? Ach, tatsächlich, warum ist die nicht rot? Warum ist die nicht rot? Finde ich jetzt nicht gut. Wo jetzt hin? Lol. Ah, ich bin dran vorbei, alles klar. Ja, wie gesagt, es gibt auch Stellen, wo ich keine Ahnung habe, wo es hingeht. Und das hier ist ein Paradebeispiel für so eine Stelle. Ah, nicht so schlimm. Ach, verdammt, jetzt habe ich losgelassen. Spast, ey. Boah, nie. Ihr müsst ja denken, ich bin der beste Let's Player auf der Welt. Bin ich nicht? Moment, Moment. Wer hat da gerade in der hintersten Reihe geschrien, dass ich das nicht bin? Aber wow, wow, wartet mal, Leute. So geht das aber gar nicht. So, jetzt aber mal ernsthaft hier. Es gibt bestimmt skilligere Mirror's Edge-Spieler und denen muss ich mich stellen. So. Ach, vorbeigesprungen. Nee, ey, Leute. Das kann man sich ja bald nicht mal angucken, was ich hier abziehe. Das ist ja noch schlimmer als mein Gefehle im ersten Part, ey. Naja, egal. Ist ja auch schon Jahre her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ich so scheiße fehle gerade. So. Der lol, wie viele von diesen dämlichen Stangen kommen denn noch? So. Ah, die nächste Stange. Ja, ey, oh, komm, ich bin noch. Ich, sie war doch dran. Also da bin ich jetzt nicht dran schuld gewesen. Nein, nein, diese Schuld wende ich von mir ab. Ja, dieses Spiel kann auch teilweise recht frustig werden. Ich glaube, vor allem in den letzten Leveln werde ich extrem abfailen. Das weiß ich jetzt. Warum hältst du dich nicht fest? Ich wollte gerade sagen, dass ich faile. In dem Augenblick faile ich, Alter. Nee. Diesen Part müsste man eigentlich nochmal komplett neu aufnehmen. Oh, das geht ja gar nicht, ey. Was ich hier abziehe, ey. Das geht ja gar nicht. Wo jetzt hin? Achso. Stücke nach oben, alles klar. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme hier gerade nicht voran. Jetzt würde ich ständig failen und immer wieder an einen zu weit hinten gesetzten Kontrollpunkt landen. Naja, vielleicht täusche ich mich ja da auch. Finde übrigens die eingeschränkte Sicht teilweise auch ziemlich eingeschränkt. Naja, aber ich meine, es liegt halt daran, dass man Ego-Shooter spielt. Ne? So, alles klar. Und da haben wir es zum Schalter geschafft, das ist super. Notregelungsknopf für den Notregel. Und ich glaube, jetzt müssen wir uns beeilen, weil der hält nur 15 Sekunden genau. Und ich weiß immer nicht, wie lange 15 Sekunden in diesem Spiel sind. Wo muss ich hin? Oh nee, jetzt geht das schon wieder los, diese Sucherei. Ach, da lang, alles klar. Okay, jetzt sind wir drin. So. Und weiter geht's. Das war failed. Ah, egal, Kontrollpunkt, bla. So, und jetzt kommt gleich so eine übelste Sniper-Szene. Mit Snipern in den Kanälen. Die, ich finde, irgendwie auch episch ist. Ich weiß nicht, wie häufig ich da sterben würde. Mal schauen. Bestimmt 2000 Mal. So wie ich bisher, also so wie ich jetzt gerade ohne Gegner gespielt habe, werde ich mit Gegnern noch übelst mehr failen. So. Und es ist mir immer noch zu dunkel, Alter. Das ist ja furchtbar. So. Ich muss hier unten ja oben sehen, das ist ja furchtbar. Ich habe hier Karten der Kanalisation. Auf der anderen Seite sollte ein Ausgang sein. Sieht ziemlich hoch aus. Okay, ziemlich hoch. Okay, dann müssen wir wohl hoch, hochspringen. So, und hopp. So, hier kann ich den Weg noch relativ. Mal gucken. Ach, Fail. Na, ich hasse Fails, ey.
Fails sehen immer so aus, als könnte ich das Spiel nicht. Dabei kann ich es ja im Grunde auch nicht. Überhaupt gibt es von Mirror's Edge eigentlich einen Soundtrack? Ich höre hier gerade so ein bisschen die Musik. Finde die auch gut, aber ich habe jetzt noch nie... Habe ich davon mal einen Soundtrack? Den müsste man sich mal suchen, ob es davon einen Soundtrack gibt. Bestimmt auch episch, keine Ahnung. Habe ich noch nie geguckt. So, hier drüber! Weiter, glaub bloß nicht, dass die Cops nicht da runterkommen. Ich glaube, die sind schon auf dem Weg, oder? Hier kommt gerade was durch. Mist, sie haben wohl geahnt, dass du dich da drin verkriechst und haben weiter vorne Scharfschützen postiert. Scharfschützen! Die schießen scharf! Die heißen Scharfschützen, weil die scharf schießen. Und ich glaube, hier an dieser Stelle gibt es auch mehrere Wege. Ich glaube, so zwei oder sowas. Aber die meisten nehmen, glaube ich, immer diesen Weg hier, weil der ist irgendwie am offensichtlichsten. Und da vorne sind sie. Seht ihr die Laser? Und die haben die arme Ratte drauf geschossen. Habt ihr das hier sehen, wie sie die arme Ratte abgeschossen haben? Ne, da muss man schon genau hingucken, um das zu sehen. Eliminieren, deine Mutter. Schalte Scharfschützen aus oder geh ihnen aus dem Weg. Auf jeden Fall musst du da durch. Wow, Mann. Ich wollte ihn jetzt eigentlich die Waffe abnehmen. Alles klar. Wir könnten jetzt auch das Scharfschützengewehr nehmen. Das hat sogar noch nicht den Zoom. Aber wer macht das schon? So, also das mit dem Kontern kann ich noch gar nicht. Und das wird mir später im Spiel sowas von den Hals brechen. Auch runterfallen übrigens bricht einer den Hals. Wie gesagt, wir könnten die jetzt abknallen mit dem Scharfschützengewehr und sowas. Aber das mache ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. So. Gibt es, glaube ich, auch Erfolge für, wenn man das Spiel stealthy oder so durchspielt. Keine Ahnung. Wie gesagt, ein schönes Spiel, wenn man... Also es hat eigentlich wenig mit Stealth zu tun, dieses Spiel. Aber sondern mehr was mit Pazifismus. Obwohl, den Leuten in die Klöten zu hauen, ist das wirklich ist das wirklich nicht, pazifistisch? Ist das nicht wirklich pazifistisch? Irgendwie kriege ich mein Deutsch gerade nicht hin. Egal. Gucken wir mal, was machen die da? Sie sind tränenlos, raus da, Faith. Alles klar. Bin am dransten. Knopf. So, Tür offen, alles klar. So, und wo ging es jetzt weiter? Da lang. Ah, fail. Ja, was erwartet man von mir auch? Dass ich mal unfailed spiele? Das wäre ja auch so schön, ne? Mirror's Edge sowieso, das ist eins dieser Frustspiele. Das ist eins dieser Spiele, die Leute denken, hey, das ist einfach, aber das ist es nicht. Das ist es nicht. So, jetzt mache ich mal hier Zeitlupe an. Ich will diesen Sprung nämlich mal versuchen zu schaffen. Ob man. Den kann man überhaupt nicht schaffen. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, wie ich diesen Sprung schaffen soll. Diesen Sprung kann man schaffen, aber ich habe keine Ahnung wie. Egal. Machen wir es auf die klassische Methode. Die verletzten Fave. Ah, ich vergesse immer, dass man hier die Springtaste drücken muss. Ich finde sowieso die Springtaste, Alter. Habt ihr gesehen beim Tutorial? Die liegt auf den Schultertasten. Warum? Was? Was? Alter, der hat die Schräge jetzt als. Ach, ficken. Hey, Jemine. Okay, jetzt aber. Ohne schick. Es muss nicht schick aussehen, Oliver. Es muss nicht schick aussehen. Du musst dieses Spiel einfach nur... Also, du willst dieses Spiel einfach nur durchspielen. Es muss nicht schick sein. Es muss nicht schick sein. Ey. Wie... ich verstehe es nicht. Jetzt wollte ich es doch nochmal probieren. Jetzt wollte ich schon wieder... Jetzt aber wirklich. Dreimal ist lustig. Viermal wird langweilig. Also, gehen wir jetzt einfach durch. So. Es muss nicht schön aussehen, das wird es jetzt auch nicht. Pass auf. Bam! Sieht nicht schön aus. Man soll das irgendwie auch ohne Schaden hinkriegen, aber es ist mir egal. Scheiß drauf. Notenriegelung, 15 Sekunden. So. Alles klar. Und durchsliden, mal was können. Der Hampton Town Zugangspunkt, dein Ausgang fällt. Jackknife ist nicht bereit. Alles klar. So. Ach ja, das hat sich ja gedreht hier, alles klar. Woher die das so spezifisch vorhersagen kann, dass sich das genau um 18 Grad in diese Position dreht? Keine Ahnung. Apropos 18 Grad, es ist 15 Minuten her, seit wir dieses Spiel gestartet haben und daher mache ich jetzt hier mal Partende. Ich bin Oliver 391 und sage Tschüss.